Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen, dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralb. Stark in Preis, Auswahl und Service. Der Sonntag zeigt sich, wie es sein soll von seiner sonnigen Seite. Bei so einem Wetter sollte es niemand in der Wohnung halten. Gehen Sie raus in die Natur und unternehmen Sie etwas, egal ob grillen, schwimmen gehen oder einfach nur faul auf der Wiese herumliegen. Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen, dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralb. Stark in Preis, Auswahl und Service. Der Sonntag wird sonnig und warm. Angenehme 23 Grad zeigt das Thermometer. Trotz einiger Wölkchen liegt das Regenrisiko bei nur 20%. Auch in der Nacht soll es trocken bleiben. Der Maxi-Wert liegt dann bei 16 Grad. Auch für die nächsten Tage ist aktuell keine Regenwolke in Sicht. Am Montag und Dienstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei nur 20%. Am Mittwoch steigt sie etwas an auf 45%. Doch bisher prophezeien die Meteorologen für alle drei Tage Sonnenschein und Höchstwerte zwischen 23 und 24 Grad. Die Temperaturen sind leicht abgesunken und die Nächte werden wieder etwas kühler. Damit steigt auch die Gefahr, sich eine Erkältung einzufangen. Zudem könnten Wetterempfindliche vermehrt unter Kopfschmerzen leiden. Dafür begünstigen die aktuellen Wetterverhältnisse einen guten Schlaf.